Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich liebe ja diese Morgenstimmung, auch wenn ich echt früh aufstehen musste, aber das hat sich gelohnt und es ist auch ein bisschen hell, deswegen setze ich jetzt mal die Sonnenbrille auf. Ich bin hier an der Schlei und ich habe mir mal wieder was Neues gekauft, nämlich wasserdichte Pflaster. Ich war gestern noch mal beim Arzt, ich wurde ja operiert, wer das alles nicht mitbekommen hat, dem verlinke ich das Video mal hier oben. Dann kannst du dir das mal anschauen, dann weißt du Bescheid. Und ja, jetzt wurden die Fäden gezogen, das verheilt alles gut, also ich bin guter Dinge und kann jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen. Und deswegen habe ich mir noch was gekauft und das zeige ich euch jetzt. Da ist die Sonne doch tatsächlich schneller aufgegangen, als ich dachte und hat das hier alles schön erleuchtet. Ich habe mir ein Paddleboard gekauft, so ein Stand-Up-Paddleboard und freue mich mega. Es sieht richtig gut aus. Ich habe hier noch ein bisschen Schatten und das ist auch gut, weil das wird jetzt erstmal anstrengend. Ich muss das Board nämlich erstmal aufpumpen. Ich hoffe, das geht mit den Narben, aber ich denke, das sollte mittlerweile kein Problem mehr sein. Ich freue mich richtig darauf, gleich eine Runde zu fahren und bin mega gespannt, ob das gut funktioniert. Let's go, aufpumpen und dann ab aufs Wasser! Also die erste Besonderheit an diesem Ding, das hat zwei Ventile, das heißt einmal für die Mitte und dann für den äußeren Bereich, habe ich so vorher auch noch nicht gesehen, aber macht vielleicht auch Sinn. Ja Leute, ich glaube, das Aufpumpen ist auf jeden Fall schon mal Teil des Workouts. Das ist ganz schön anstrengend. Dann braucht man sich auch nicht mehr warm machen. Eigentlich ganz clever. So, 0,4 Bar habe ich. Ein Bar müssen drauf. Das heißt, ich muss noch ein bisschen pumpen. Junge! Die Pausen, um euch das zu erklären, mache ich auch nur, damit ich kurz durchschnaufen kann. Ah, geschafft! Jetzt noch die Finne und das Paddel montieren und dann geht's ab aufs Wasser. Boah, jetzt habe ich aber auch richtig Bock. Am liebsten würde ich reinspringen. Junge!
Ja, Leute, was soll ich sagen? Das lief doch schon mal echt gut und macht auch richtig Spaß. Nur kann ich diese Kamera leider nicht mit aufs Brett nehmen, weil die nicht wasserdicht ist, genauso wie der Ton. Und deswegen wechseln wir jetzt auf eine andere Kamera. Und zwar auf diese hier. Ja, Leute, ihr seht es schon, es geht weiter mit der Actionkamera. Es ist so schön ruhig hier draußen auf dem Wasser. Es ist heute kaum Wind, also auch kein Segelwetter. Segeln kann ich im Moment sowieso noch nicht, aber das mit dem Paddleboard hier geht echt gut. Und ich darf euch meinen heutigen Partner vorstellen, und zwar ist das Sandmark. Die passen nicht nur farblich gut zu diesem Board hier mit ihrem blau-weißen Logo, sondern die machen auch sehr, sehr coole Sachen. Zum Beispiel machen die sehr coole Filter für auch iPhones oder meine Kameras, mit denen ich sonst so die ganzen Videos filme, beziehungsweise die Objektive. Also schaut da gerne mal rein. Und die machen auch coole Mounts für Actionkameras und die benutze ich heute. Also hier vorne habe ich einen und dann diesen Selfie-Stick hier und den würde ich jetzt mal ausprobieren, würde ich sagen. Wenn ihr auch sowas brauchen könnt, solche Action-Mounts oder Filter für iPhone und für Kameras, dann schaut gerne mal in den ersten Link in der Videobeschreibung und da findet ihr echt cooles Zeug. Ich paddel jetzt noch eine Runde und nehme euch natürlich mit. Und Leute, was macht man natürlich am Ende von so einer Tour? Richtig, eine kleine Erfrischung holen. Kälter als ich dachte. Geil, ey. Wollen wir mal hoffen, dass die Pflaster wirklich wasserdicht sind. Ich fahre jetzt an Land und da sehen wir uns gleich nochmal wieder. Herrlich. Komm, ich spring nochmal rein. Weil es so schön war. 3, 2, 1. Das war ein kleiner Fail, ehrlich gesagt. Und mein Paddel ist mir fast noch abgehauen. Das kann mir mit dem Selfie-Stick übrigens zum Glück nicht passieren, weil da eine schöne handverstellbare Schlaufe dran ist. Also checkt den ersten Link in der Beschreibung, falls ihr auch sowas braucht. Und bis gleich. Was ein Riesenspaß, Leute. Das ist einfach so, so geil, mit diesem Brett unterwegs zu sein, ein bisschen auf dem Wasser, frühmorgens bei dem herrlichen Wetter und am Ende nochmal reinzuspringen, einfach unschlagbar so in den Tag zu starten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht nämlich noch ein paar mehr davon. Ich hätte noch so ein paar Ideen. Ich könnte euch hier noch so ein paar Ecken an der Schlei zeigen, wenn ich mit dem Brett unterwegs bin. Also haut das gerne mal in die Kommentare und lasst ein Like da, ne? Standard. Ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Genau, das Video kommt jetzt am Mittwoch. Ich werde versuchen, vielleicht zweimal in der Woche ein Video hochzuladen, dass am Sonntag immer der Bus-Bully-Content kommt. Übrigens, schickes T-Shirt, oder? Ja. Also sonntags soll immer so Busvideos kommen, im besten Fall. Und mittwochs kommt da immer ein bisschen was anderes. Zum Beispiel hier so ein Paddleboard-Spaß oder mit Motorrad was. Also ich werde mir da ein bisschen was einfallen lassen und mir allergrößte Mühe geben, dass da regelmäßig was kommt. Ist nicht immer ganz einfach, das so rein zu takten, aber wird schon schief gehen. Deswegen empfehle ich dir auch, hier den Kanal zu abonnieren. Und dort drüben kannst du dir noch ein anderes Video anschauen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.